Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen uns ja allerdings auch viel Sorgen um Einbruchsdiebstähle und die Opfer solcher Taten. Wenn man fragt, was hat dich jetzt am meisten belastet, dann kommt in der Regel heraus, es ist gar nicht das fehlende Bargeld, der fehlende Schmuck, sondern es sind die psychischen Folgen der Vorstellung, hier hat jemand in meinen Sachen gewühlt, hier hat jemand sich in meine Intimsphäre hineingewagt und ist übergriffig geworden. Und wenn man das schon erlebt, wenn es nur um Räume geht, wie viel macht das erst aus im Vergleich dazu, wenn tatsächlich die körperliche Intimsphäre übergriffen wird, wenn man dort einem fremden Täter ausgeliefert ist, der sich dort zu schaffen macht, wo man es nicht will? Das ist traumatisierend. Das führt bei den Opfern zu Depressionen, zu Ängsten bis hin zu Selbstmordabsichten. Und das ist das, was uns auf den Plan ruft. Davor müssen wir alle Opfer schützen. Der Schutz vor solchen Übergriffen, der muss umfassend sein. Die Freiheit in jeder Situation, egal was vorher passiert ist, Ja zu sagen oder Nein, die muss ganz klar gegeben sein. Unabhängig davon, wie verheißungsvoll der Abend war, wie teuer das Abendessen war, unabhängig davon, ob man schon lange verheiratet ist und wie die Beziehung ist, ob es eine Gewaltbeziehung gibt, unabhängig von Religion und kulturellem Hintergrund, auch unabhängig davon, ob der Täter dafür bezahlt hat. Wenn wir demnächst über Prostitution reden, ist das sicherlich ein wichtiger Aspekt. In all diesen Fällen hat niemand das Recht, sich über den entgegenstehenden Willen eines anderen Menschen hinwegzusetzen. Und unser geltendes Strafrecht stellt solche Übergriffe in § 177 unter Strafe, wenn der Übergriff mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt einhergeht oder das Opfer sich in einer schutzlosen Lage befindet. Und § 179 ergänzt das für den Fall, dass das Opfer widerstandsunfähig ist. Also alles gut. Deutschland hat die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarats gezeichnet aus dem Jahr 2011. Und diese verlangt, dass alle nicht einverständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe gestellt werden. Das ist der eine Grund, weshalb wir schauen müssen, ob unser Strafrecht noch up-to-date ist. Und der andere Grund ist noch wichtiger. Es wurde bereits gesagt, wenn man sich das genauer anschaut, was unter diesen Paragraphen 177 und 179 fällt, dann stellt man fest, es gibt überraschende Schutzlücken in der Strafbarkeit. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen hat dazu etliche Fälle aus der Praxis zusammengestellt, die absolut strafwürdiges Verhalten beschreiben, das aber heute nicht von 177, 179 erfasst wird. Und das hat in der Tat damit zu tun, dass wir hier einen Nötigungstatbestand haben, der letztendlich von der Erwartung ausgeht, dass jedes erwachsene Opfer sich doch wehrt, wenn es eine sexuelle Handlung nicht mag und dass es das zum Ausdruck bringt und ja eben auch dann Gewalt oder Drohung provoziert. Das ist aber nicht richtig. Es ist ein Irrtum, dass jedes Opfer so handelt. Und das gibt verschiedene typische Konstellationen dazu. Die Überraschung wurde bereits genannt. Die Gewaltbeziehung, in der nicht die situative Gewalt gegeben ist, aber das Opfer schon weiß, was passiert, wenn es sich wehrt. Das sind wichtige Konstellationen. Und vor allem die letzte, die in einer Gewaltbeziehung stattfindet, wenn das Opfer Rücksicht darauf nimmt, dass die Kinder im Nebenzimmer nicht geweckt werden sollen. Das ist ein Fall, der gerade die Reform des Jahres 1997 sozusagen ins Leere laufen lässt. Häufig spielt diese Konstellation gerade in der Ehe, in der Gewaltkonstellation. Und der Fortschritt, der damals gemacht wurde, kann hier nicht zum Erfolg führen, weil eben dann die Voraussetzungen des § 177 nicht erfüllt sind. Und weitere Möglichkeiten sind gegeben. Das Opfer wehrt sich nicht aus Angst, aus Ekel, weil es irgendwie doch das nicht erwartet hätte, was passiert und nicht die Kraft aufbringt, zu gehen. Manchmal vielleicht auch, weil etwas Alkohol im Spiel ist, zum Beispiel nach einer gemeinsamen Feier. Das heißt, das Opfer wehrt sich nicht immer. Und diese Anforderung an das Opfer schiebt die Schuld für das, was passiert, auch in die völlig falsche Richtung. Sie macht dem Opfer
den Vorwurf, sich falsch verhalten zu haben. Dem Opfer wird gesagt, du hättest dich eben wehren müssen. Und dabei heißt es sonst immer, in allen Ratschlägen der Kriminalpolizei an die Opfer, wehr dich bloß nicht, sonst passiert noch Schlimmeres. Und das ist ein Widerspruch. Hier muss das Strafrecht besser zum Ausdruck bringen, dass es kein Recht gibt, dass es strafwürdiges Unrecht ist, sich über den klaren, entgegengesetzten Willen des anderen hinwegzusetzen. Das ist das, was die Menschen bereits jetzt für strafbar halten und was auch klar strafwürdig ist. Und eine weitere Konstellation ist im geltenden Recht nicht überzeugend gelöst. Wenn das Opfer wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht zum Widerstand fähig ist, da darf es doch keinen Rabatt geben in der Strafbarkeit. So sieht es jetzt § 179 vor. Hier ist das Strafmaß nur 6 Monate bis 10 Jahre statt Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bis 15 Jahre. Es ist damit bei 179 nur ein Vergehen. Die Istanbul-Konvention sieht das gerade andersrum, da wo eine besondere Widerstandsunfähigkeit ausgenutzt wird, ist das eigentlich strafschärfend zu berücksichtigen. Und deshalb ist es gut, dass wir uns hier an die Arbeit machen. Es liegt nun ein Entwurf vor, der darauf abzielt, diese Lücken zu schließen und den Strafrabatt bei Widerstandsunfähigkeit aufgrund einer Behinderung aufzuheben. Vor allem die beiden Konstellationen der Überraschung und der Befürchtung des Opfers, dass ihm sonst ein besonderes Übel droht, werden ergänzt. Und der Strafrahmen für Taten gegenüber Opfern, die aufgrund einer Behinderung zum Widerstand unfähig sind, wird gleichgezogen. Der Minister hatte es schon ausgeführt. Und trotzdem, bei Verurteilungsquoten im einstelligen, in Zukunft dann vielleicht knapp zweistelligen Bereich, es ist umso bedeutender, dass das Strafrecht an dieser Stelle auch eine andere wichtige Funktion erfüllt, nämlich für jedermann klarzumachen, was in dieser Gesellschaft nicht nur lästig, unmoralisch, unerwünscht, unanständig ist, sondern was bei Strafe verboten werden soll. Das war auch 1997 der tragende Grund, als es um die Gleichbehandlung der Vergewaltigung in der Ehe ging. Und ich muss sagen, je mehr Gespräche ich mit Bürgern und Bürgerinnen führe, auch mit meiner Frauenunion zu Hause, je mehr Fälle man betrachtet, die von der geltenden Regelung nicht erfasst sind und die nach allem Anschein auch von der vorgeschlagenen Regelung nicht erfasst werden, desto mehr, denke ich, zeigt sich der Grundsatz, dass alleine der Wille des Opfers maßgeblich ist, der verträgt keine Einschränkung, auch nicht im Strafrecht. Und deshalb müssen wir uns noch mal sehr genau anschauen, welcher Ansatz, welche Herangehensweise diejenige ist, die uns da zum Ziel führen kann. Aus meiner Sicht sind weitere Ergänzungen notwendig. Sexuelle Übergriffe, die nicht gleich unter Vergewaltigung zu fassen sind, sondern als bloßes Grapschen oberhalb der Kleidung gelten, die sind bisher nicht angemessen sanktioniert. Allenfalls als Beleidigung, und das geht völlig am geschützten Schutzgut vorbei, das ist nicht überzeugend. Grapschen ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann für das Opfer auch schon dramatische psychische Folgen haben, und deshalb muss das noch eingefügt werden in den vorliegenden Gesetzentwurf. Auf der Agenda steht sicherlich auch, dass wir uns noch mal anschauen, ob Taten aus einer Menge heraus strafbar gemacht werden sollen, ob das schon gelöst ist, wenn wir das Grapschen als Tatbestand einführen und dann andere Regeln über Täterschaft und Teilnahme zur Anwendung kommen. Wir stehen hier also am Anfang von parlamentarischen Beratungen, die sicherlich ganz interessant werden, auf die ich mich schon freue. Am Ende brauchen wir eine Regelung, die die Istanbul-Konvention erfüllt, die alle Straflücken schließt und die dem entspricht, was das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger in diesem Lande ist. Vielen Dank. Als nächster Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Ulle Schauf, Bündnis 90 Die Grünen.